Okay. Na gut, raus aus dem Elfgesang. Hier ist nichts. Und gehen wir mal die Straße da lang. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier auf der Straße die Leute nichts Wichtiges zu sagen haben. Denn die alle anzusprechen würde richtig lange dauern. Magisches Kleinzeug. Das ist aber ein ganz schön großer Laden für Kleinzeug. Schauen wir doch mal. Ja, Kumpel. Wer bist du? Ah, erschöpfte Abenteurer. Die Straßen dieser hübschen Stadt sind mit Narren gesäumt, nicht wahr? Und zwei der größten davon sind Archion und Nemphre. Nekromanten, die sich über Klunker und Flitter von wenig Wert oder Nutzen streiten. Lasst euch sagen, die beiden bringen euch nur Ärger ein. Besser haltet euch von ihnen fern. Archion und Nemphre. Wer auch immer das ist. Wen haben wir denn da? Wollte wohl mal die Waren vom alten Halbatzer sehen. Dann macht schnell und keine Schwierigkeiten, wenn wir über Bezahlung reden. Ihr wusstet ja schon beim Reinkommen, dass meine Waren magische Kräfte besitzen. Hervorragende Waren verdienen auch hervorragende Preise. Na gucken wir mal. Eine Lederhautrüstung. Eine stinknormale Lederrüstung, die nur noch Haut dran hat? Das ist ja eklig. Bisher ein Todespfeil. Tötet Ogre Magus bei Berührung. Das hätte doch was. Und jede Menge Pfeile für Immun. Bolzen, Kugeln. Oh, Brandöl. Das wollen wir haben. Ganz viel wollen wir davon haben. Okay, 3 Stück. Das muss erstmal reichen. Wow. Dann können wir jedem unserer Krieger einen so einen Trank geben. Und dann können die 3 und Düne hier zusammen insgesamt 4 Feuerbälle schmeißen. Da bleibt nichts stehen. So, noch mehr Tränke. Ganz viele Tränke. Magie-Bann. Ja, das sollten wir auch für Düne hier kaufen. Und vielleicht noch einmal extra, um es von der Spruchrolle zu sprechen. Nö, der Rest ist nicht ganz so interessant für mich. Hast. Hatten wir, glaube ich, schon einmal gelernt, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Und der Rest ist zu hoch für uns. Oh, Stab des Feuers. Aber 7000 Goldmünzen. Stab der Monsterherbeirufung. Beschwört 12 HD-Monster. Und was bist du? Stab des Himmels. 6W8 Schadenspunkte. Kann sie das benutzen? Ja, super. Der ist gekauft. Kann das noch jemand benutzen? Nee, ne? Okay, die Monster-Herbeirufung und das Feuerballstäbchen. Die wären noch ganz schick. Aber das Gold sparen wir erstmal. Wir wissen ja nicht, was man hier noch so alles kaufen kann. Also in der Stadt, meine ich. Was zum Verkaufen? Haben wir jetzt so direkt nicht, ne? Ne, das hatten wir schon alles verkauft. Die Weibernköpfe mussten wir immer noch zu deinen Kommandanten. Die Koralle kann weg. Den Stöpsel haben wir immer noch. Der kann auch weg. Ja. So. Wissen wir wenigstens, wo wir ihn finden können, falls wir ihn nochmal brauchen. Und die Smaragde. Ne, werden auch behalten. So. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Sieht sehr futuristisch aus. Was ist da oben? Da geht's nicht nach oben. Komisch das Ganze. Ja. Aber es ist halt ein Magierturm. Nimane. Sieh mal an, was für eine niedliche Gruppe. Ich bin alleine. Fällt einfach so bei uns ein. Wir sind hier bei der Vorbereitung eines Rituals. Das habt ihr jetzt zunichte gemacht. Was meint ihr, eure Sphäre? Das hier ist ein Laden und ich bin ein Kunde. Vielen Dank für diese interessante Demonstration menschlicher Logik. Und jetzt haut ab.
Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das immer auftaucht, diese Möglichkeit, oder auftaucht, weil er eine bestimmte Grenze an Intelligenz oder Weisheit oder was auch immer überschreitet. Ich benutze das einfach mal. Zu eurer Information. Eine Reihe bedeutender Soziologen und Psychologen hat postuliert, dass Läden in einer Zwischensphäre stehen, die ihrem Wesen nach weder privat noch öffentlich ist, sondern Elemente von beiden enthält. Schaufensterauslagen betrachtet man zum Beispiel am besten als geistige Konstrukte, die in das öffentliche Bewusstsein projiziert werden, um eine Massenkonformität zu erzeugen, die allein aus der vermeintlichen privaten Domäne der Verbrauchsentscheidung abgeleitet ist. Puh, das macht einen ja wirklich verrückt. Anhalten, anhalten, verdammt. Oh. Girugon sollte nicht alleine gegen die alle kämpfen. Also flitz mal ganz kurz mit deinen 7 Meilenstiefeln da hoch und der Rest kommt nach. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass... Wow. Gut, dass er Bewegungsfreiheit hat. Na komm, alle schnell hoch da. Und du läufst hier mal im Kreis außenrum an der Wand lang. Sollen wir den vielleicht anspringen? Ich meine, so eine Magier halten ja nicht viel aus, aber... Wo ist der Rest? Ne, wir huschen erstmal kurz runter. Und warten auf den Rest und gehen dann zusammen wieder hoch. Und hoffen mal, dass es nicht gerade ein Feuerball ist, den er da gesprochen hat. Und wir hochkommen und einen Feuerball ins Gesicht bekommen. Komm schon, alle zusammen. Hoch. Und auf den da. Ja, schön unterbrechen. Nein, alle auf den, aber ihr sollt auch alle angreifen können und nicht in der Reihe stehen. So, was zauberst du? Werf mal blinden Feuerball da. Nee, lieber dahin, den erwischst du dir noch mit. Du gehst dahin, du gehst dahin. Ah. Gefiert. Ärgerlich. Ich hätte mal lieber Schutz vor Furcht sprechen sollen. Na gut, du greifst mal den mit an. Ihr beiden haut weiter auf den ein. Und sobald einer anfängt zu zaubern, macht sie ihren Stab. Oh, der ist tot. Ihr beiden geht auf den da. Und du solltest auch in Schuss sein. Oh, oh, oh. 2 Säurepfeile auf Minsk. Naja, das müsste er aushalten. So, der ist auch tot. Rauf da. Unterbrecht den mal. Ja, viel zu langsam. Minsk könnte mal langsam eine Heilung brauchen. Shahira, bist auch wieder bei Verstand. Okay, heil Minsk. Minsk. Na toll. Eine mächtige Zerstörungswut wird nicht in Vergessenheit geraten. Ja, wird sie bestimmt nicht, denn wir gehen gleich zu einem Priester und heilen. Sobald wir rausfinden, wo in Baldur's Tor denn die Kirche ist. Oder eine Kirche ist. So, oh, die Ankeks werden schwer. Also die Panzer. So, das Schwert. So. Das heißt, Shahira hat fast alles von ihm. Und die Trophäen kann Khalid sich mal dran versuchen. Aber ich denke nicht, dass er sie tragen kann. Oh. Wie schwer sind denn die? Steht nicht bei. 30. Wer hat 30 über? Sie hat 30 über. Oh, sie ist zu weit weg. Komm mal hier hin. Wo bist du überhaupt? Hat sie in der Treppe versteckt. Auch nicht schlecht. So, nochmal das Ganze. Das für dich. Imuen. Wenn sie 1-2 Pfeile abgibt, hat sie auch 30, oder? Den Trank auch noch. Den Trank auch noch. So. Ja. Sie hat 16 über, gar nichts. 26. Gar nichts.
Naja, 17. Ja, die Ankeck-Panzer werden wir liegen lassen müssen. Das ist nicht so toll. Was haben die dabei? Schriftrollen, Roben. Okay, soweit so gut. Können wir gleich unten verkaufen. Auch wenn das komisch ist, hier mitten im Laden so angefallen zu werden. So, das nehmen wir auch noch mit. Und hier müsste eigentlich auch noch irgendwo einer liegen. Na, wo liegst du? Da. Ah, ein Feuerballstab. Schön, schön. Haben wir die 7000 oder was das waren auch nochmal gespart. Und ihr Inventar ist immer noch voll. Oder mal wieder voll. Oder wie auch immer. Naja, den wollten wir lernen. Schön. Den behalten wir so. Und jetzt gehen wir mal nur auf Identifikation. Damit wir die ganzen Sachen im Inventar endlich mal alle identifizieren können. Das heißt, wir brauchen ein Gasthaus. So, die Sachen können alle zu ihr. Auch wenn die Roben wahrscheinlich noch wieder Strom, Feuer und Eisresistent sind. Ja, oder Reisender ist auch nichts wert. So, zu ihm. Das ist der Feuerballstab. Den nehmen wir mal so. Und das war's jetzt an Sachen, ne? Hast du hier noch was? Nee. Ja, dann gehen wir mal runter. Verkaufen kurz die Sachen, die wir gerade bekommen haben, und dann suchen wir einen Tempel für Minsk. So, was hast du dazu zu sagen? Gar nichts, das erwähnt er nicht mehr. Na gut. Hast nichts. Das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Und das kann auch weg. Das sind alles Minsk-Sachen. Behalten wir alles. Oh, das war's dann erstmal. Oh, der Monat ein Level-Up. Level 7. Fallen entschärfen. Ja, 5. List 5. Taschendiebstahl benutze ich nie. Schlösser öffnen. Können wir auch nochmal 5 drauf machen. Fallen entschärfen. So. Dann gucken wir doch mal, wo hier ein Tempel sein könnte. Das sieht mir aus wie ein Zauberturm. Das wie eine Kaserne. Noch so ein Zauberturm ähnliches. Eins von den beiden könnte ein Priester sein. Aber dann müssen wir uns erst ganz hier durchquengeln. Naja, was muss, das muss. Ja. Wir merken uns einfach, dass wir dieses Gebiet noch nicht erforscht haben und die ganzen Gebiete, wo wir durchreisen. Und dann passt das schon. So, kommt mal alle zusammen. Und das ist die Mitte der Stadt. Mit einer ganzen Wohnzeile anscheinend. Ja, ich glaube, wenn wir immerhin hier losschicken würden, würde zwar gut was rumkommen, aber das dauert dann auch Stunden. Momentan ist Geld ja nicht ganz so das Problem. Ist das die Mauer? Ich kann hier irgendwie nicht. Ja, das ist eine Mauer, aber die ist komisch animiert. So, wir müssen aber nach Westen. Wenn denn meine Schätzung da stimmt, dass das wirklich ein Tempel ist. Geht's hier lang? So, wo sind wir? Wir sind da. Nee, wir müssen nach Norden. Obwohl, wo wir schon hier sind, können wir kurz nach Süden gucken und das Gebiet freischalten. So, und wir bleiben doch hier. Also so können wir später dann wenigstens schnell dahin reisen, ohne hier extra noch rumzudackeln.
geht's hier lang. Ich bräuchte mehr von den 7 Meilenstiefeln. Die sind echt praktisch.